Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Wir haben jetzt Mittwoch am Abend. Ich bin gerade vom Reiten zurückgekommen. Also gerade direkt nach dem Arbeiten bin ich reiten, weil morgen ist ja Auffahrt und morgen werden wir in Gümmenen starten, und zwar zwei Prüfungen FM3, sprich 90 cm, auch mit Zeitmessung. Ich werde euch jetzt zeigen, was ich noch so parat mache. Eben, ich bin jetzt gerade reiten, einfach ein bisschen traben, dass es etwas bewegt ist, aber nicht anstrengend oder so. Und ich nehme euch jetzt ein mit in meine Vorbereitungen, weil morgen und morgen geht es ja schon relativ früh los. Es ist jetzt schon Donnerstagmorgen, also Aufwandsmorgen. Wir haben 5:30 im Morgen. Ich war vorher gerade im Stall und habe mir meinen Heu gegeben, damit er noch Heu fressen kann, bevor wir ihn putzen. Und da ich jetzt gerade am besten passt, bin ich jetzt gerade auf dem Weg auf Lins zum Lindo abholen. Im Moment hat man schon sehr, sehr viel Nebel, aber das Wetter soll angeblich besser werden. Ich hoffe es, weil das Jahr es hat zwar nie geregnet oder so, aber im Sommer dann haben wir noch nicht so wirklich reiten können. Und nach letztem Jahr, wo wir wirklich jetzt mal im Sommer dann reiten können, ist es schon so ein bisschen spannend. Ja, aber es wird dann so besser werden. Ich hoffe, es ist jetzt schon schön, so dass ich in meinem neue Hemdli kann reiten, weil ich im Pad gekauft habe. Dass der Oma etwas von dem sieht. Und ja, eben, ich gehe die Linke holen. Dann tun wir den Lemmy putzen, verladen, fahren auf Gümmenen, den Balken schauen und dann, wie immer im FM3, kommen die erst am Schluss etwa aus. 61. stand er im ersten Umgang und etwa 60. im zweiten Umgang. Also haben wir beide mal viel Zeit, dass niemand gestresst ist. So. Also, wir müssen dann auch nicht etwas hetzen und so. Ich kann gut auf die Farbe schauen, dann lasse ich mich warm machen. Ich würde sogar die Anziehung sicher noch mal schauen. Dann kommt es gut. Hier auch schon der erste Umgang. Ich habe den Lemmy schön rückwärts gerichtet und habe dann angefangen. Schön auf linke Hang, noch einmal bei den Zuschauern vorne durch.
Dann hier auf den Sprung Nummer 1 haben wir schön genommen. Dann nachher auf das 2 haben wir kurz ein bisschen bremsen. Ihr seht, es hat auch viel Schatten-Lichtspiel gehabt. Und also er schaut klein, aber er springt eigentlich schon. Das 3 hat er wieder schön genommen, dann ist es links umgegangen. Hier aufs 4 und geradeaus weiter auf den Doppel, das 5. Nein. Eben auf 5 im zweiten Umgang zu Doppel und dann hier das 6. Wir schön genommen, hier können wir vor durchwenden, vor dem Sprung, den man dort sieht. Dann kommt der Doppel, das 7. A, B und im Doppel innen ist der Boden recht tief, deswegen sind wir hier fast nicht rausgekommen. Und dann hat die Distanz hier auf das 8. gar nicht mehr gestimmt und die Stange ist leider gefallen. Dann bin ich hier auf das 9. Noch eine schöne Wendung aufs 10. Hätten wir auch noch schön genommen hier im Schatten und dann den Bargo mit 4 Punkten beenden. Es hat leider nicht mehr für eine Klassierung gelangt. Ich bin nämlich mit dem Resultat von den 6 Startenden im FM3 5. geworden. Weiter geht es dann mit dem zweiten Umgang. Das ist das Zweiphasenspringen. Sprich, wenn man über die ersten 8 Sprünge nur reitet, darf man dann weiterfahren bis zum 14. Dann ist es ja auch losgegangen. Wie immer, kurz rückwärts richten und angaloppieren. Dann hier alles außen rum. Auch bin ich ganz hinten durch, wo dort die vielen Leute und der Grill und alles. Und dann hier Sprung Nummer 1 haben wir schön schon im Fluss genommen. Gebrochene Linie weiter aufs 2 haben wir kurz gleich hinterher. Dann Wendung aufs 3. Hier im Schatten auch schön gemacht. Dann wieder gebrochene Linie aufs 4. Hätten wir kurz etwas gezögert, aber hat er schön gesprungen. Dann ist es rechts umgegangen. Aufs 5. Hier hätten wir kurz etwas gezögert, ist etwas reingerutscht. Weil dort der Boden wieder recht tief war, aber es war gut. Dann gebrochene Linie auf den Doppel. Ist immer schön rausgesprungen, dann musste man hier ganz weit raus müssen. Aufs 7. Das haben wir auch schön gemacht. Dann weiter aufs 8. Hat er wieder einen schönen Sprung genommen, dann ist die zweite Phase losgegangen. Hier das 9. Und dann eine lange Wendung dort vorne dran durch. Wieder aufs 1, also jetzt 10. Die gleiche gebrochene Linie wie in der ersten Phase aufs 11. Dann ganz kurz um, das haben wir wunderschön gemacht, hier aufs 12. Und dann geht es noch auf den letzten Sprung, aufs 13. Und ja, ich weiß nicht, was er hatte, ob er etwas gesehen hat, ob ich zu wenig dran war. Leider ist dann der Fehler gekommen. Wir sind trotzdem Fehler am letzten Sprung noch. Zweit geworden, weil es nur ein Paar hatte mit Doppel-Null und somit haben wir eine weitere Klassierung für die Schreibeschweizermeisterschaft sammeln und jetzt fehlt uns nur noch eine bis zur Qualifikation. Und ja, es ist schade, weil vor der Zeit her hat es uns locker gelenkt, den Sieg zu reiten, aber ja, man weiss manchmal nicht, was die Rosse haben. Also, vielleicht habe ich etwas spät reagiert, wenn er geschaut hat, aber ja. Ich bin trotzdem ganz stolz auf ihn, dass er halt die ersten 12 Sprünge wirklich wunderbar genommen hat und dann erst beim letzten so eine kurze Aussetzung hatte.